Alle weinen um den einen, um Professor Friedrich Wilhelm Maier. Alle fragen, alle klagen, denn der Schmerz um Maier, der ist ungeheuer. Morgen fährt er als Gelehrter nach dem höchsten Punkt des Himalaya. Welch ein Schreck, er geht uns weg und jeder fragt im Publikum, warum. Was macht der Maier am Himalaya? Wie kommt der Maier, der kleine Maier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das kommt er, ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Maier, er macht einen Rutsch und ist futsch. Langsam krochen viele Wochen, keine Kunde kam von unserem Maier. Manche Nichte schrieb Gedichte, wen erwärmt der Maier jetzt mit seinem Feuer? Auch die Tanten, die ihn kannten, zuckten nachtsilligisch auf der Leier. Maier, Maier, komm noch heuer! Eine fragt die andere ganz verzagt. Was macht der Maier am Himalaya? Wie kommt der Maier, der kleine Maier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das kommt er, ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Maier, er macht nen Rutsch und ist futsch. Glockenklänge, welch Gedränge, Maier kam zurück vom Himalaya. Herzen klopften, Nasen tropften, vom Balkon die Tanten winkten mit dem Schleier. Aber plötzlich, wie entsetzlich, Maier hat ein Weibein ungeheuer. Mit enormen Körperformen, jeder schreit, der Maier tut mir leid. Was macht der Maier am Himalaya? Wie kommt der Maier, der kleine Maier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das kommt er, ich frag mich aber, wie kommt er runter? Ich hab so Angst um den Maier, er macht nen Rutsch